As-Sa'di sagt, Al-Muqaddim und Al-Mu'akhir gehören zu den schönsten Namenspaaren Allahs, die einander ergänzen. Damit wird Allah nicht nur mit einem der beiden Namen bezeichnet, sondern immer in Verbindung mit anderen. Also du kannst nicht nur sagen, Allah ist Al-Muqaddim, Punkt. Sondern sie werden immer zusammen erwähnt. Er ist Al-Muqaddim und Al-Mu'akhir. Er ist der Voranstellende und Zurückstellende. Schließlich besteht die Vollkommenheit in der Verbindung. So stellt er voran, wen er möchte, und zurück, wen er möchte, entsprechend seiner Weisheit, subhanahu wa ta'ala. Auf Seite 115 geht es da weiter. Diese Namen haben auch Auswirkungen auf das Vertrauen auf Allah, subhanahu wa ta'ala. Da man weiß, dass die Bestimmungen Allahs seiner Weisheit entsprechen. Daraus schöpft der Diener Geduld bei Schicksalsschlägen, da er weiß, dass alles, was passiert, von Allah bestimmt wurde. So sagt Allah, sag, uns wird nur das treffen, was Allah für uns bestimmt hat. Er ist unser Schutzherr. Auf Allah sollen sich die Gläubigen verlassen. Hätte Allah gewollt, dann hätte er diese Bestimmung verändert, diesen Schicksalsschlag. Doch da sie eingetreten ist, diese Bestimmung, steckt eine Weisheit dahinter und sie ist sicherlich etwas Gutes, selbst wenn es im ersten Augenblick nicht offensichtlich ist. Denn auch Schmerzen sind für den Menschen wichtig, um ihn vor Schlimmerem zu bewahren. Würde man keinen Schmerz empfinden, würde man nicht bemerken, wenn man sich verbrennt. Auch eine schmerzhafte Operation ist zum eigenen Wohl, da dadurch der Körper wieder gesund wird. Daher sagt sich der Muslim, die beste Entscheidung ist die Allahs. Also die Entscheidung Allah subhanahu wa ta'ala. Der Gläubige, der weiß, dass Allah voranstellt, zurückstellt, also dass Allah zulässt oder eben nicht zulässt, dass Allah gewährt und verwehrt. Derjenige, der das weiß, der sagt sich, oh Allah, bestimme du mein Leben. Da sage ich immer wieder, stell dir mal vor, du hast einen Berater, ja, einen Anwalt und Steuerberater und du hast mehrere Berater. Diese Leute, diese very important person, ja, die um sich herum Billionen Berater haben, die entscheiden selbst nichts mehr. Die sagen, ich habe doch so viele Berater in allen Sachen. Worum geht es? Geht um Finanzen. Ah, kannst du mal bitte mein Steuerberater. Worum geht es? Ah, gibt es Probleme? Ja, mein Anwalt. Er selbst macht sich keinen Kopf mehr. Warum? Er weiß, Junge, ich habe die besten Berater der Welt. Und deswegen ist er beruhigt. Irgendwas ist passiert. Die Firma, da ist ein Riesenbrand in der Firma. Glaubst du, der kriegt jetzt einen Herzinfarkt? Der sagt, Junge, ich habe eine super, es geht jetzt nicht um Halal und Haram, ja? Ich habe eine super Versicherung und super bla 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 und so weiter und so fort. Und deswegen hat er keine Kummer und Sorgen. Junge, die Hälfte der Firma ist verbrannt. Ja, okay, und? Aber ich weiß, ich habe für alles gesorgt. Ich habe Leute, die kümmern sich jetzt darum. Wenn du Allah hast, wenn deine Versicherung bei Allah ist, subhanahu wa ta'ala, indem du Gutes tust, indem du ein guter Mensch bist, indem du auf Allah vertraust, dann müsstest du eigentlich genau so leben. Was ist passiert? Alhamdulillah. Allah ist doch da, oder nicht? Ist das einfach? Nein, es ist schwer, natürlich. Da braucht man Iman dafür. Aber genau das ist ja der Aspekt. Wir müssen unseren Glauben stärken, dass wir dazu kommen. Diese Namen Allahs, liebe Geschwister, sind Medikamente für uns. Dass wir eben diese Namen in unsere Herzen einnehmen, damit unser Iman stärker wird. Wir wissen, Allah hat das nicht zugelassen, er ist der Zurückstellende. Allah hat das zugelassen, Allah ist der Voranstellende. Er hat es zugelassen, es ist eingetreten, es wird gut sein. Das heißt nicht, liebe Geschwister, dass wir unseren Verstand ausschalten. Nein, nein, sondern nutze die Situation, nutze deinen Schicksalsschlag, um daraus als Gewinner rauszukommen. Natürlich nicht mit illegalen Mitteln, ja, aber du nutzt eben diesen Schicksalsschlag, indem du suchst, ja Rabbi, welche Gaben sind in diesem Schicksalsschlag verborgen? Allah wird dir keine Prüfung schicken, die ohne Gabe ist. Allah wird dir nie eine Prüfung schicken, die ohne Gabe ist. Aber wenn du diese Prüfung auspackst, dann wirst du sehen, dass sie voller Gabe ist. Dann ist sie voller Gabe. Suche aber danach. Allah hat dir 100% gegeben. Aber die hat er verteilt. Der eine hat seine 80% im Handwerklichen, der andere hat seine 80% im Mathematischen, der andere hat 80% in seiner Rhetorik. Aber jeder hat 100%. Suche da das, wo die Gaben eben sind. Und jammere nicht. Zum Beispiel, du bist der Handwerker, warum bist du kein Rhetoriker?
Allah wollte nicht, dass du Rhetoriker bist. Allah hat dich auserkoren, damit du ein super Handwerker bist. Zum Beispiel, oder anders, warum bin ich ein Rhetoriker und kein Handwerker? Und so weiter und so fort. Es geht natürlich immer, wenn es um Halal geht. Ja? Nicht, dass jemand sagt, oh Allah, ich bin Sünder, ja, was soll ich machen? Ich muss Alkohol trinken, so ist das halt. Das ist meine Aufteilung. Nein, nein. Allah subhanahu wa ta'ala hat dir nicht eine Sünde auferlegt, sondern er hat dir Gaben gegeben, Stärken gegeben. Und es gibt Prüfungen im Leben, aber Allah jalla jalaluhu wird dich nie im Stich lassen, ohne Gabe.